Alles klar, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evil Within mit Zockmattis. Grand Reaper. Und diesem gruseligen Atmosphäre. Esteban haben wir lange nicht mehr gesehen. Nein, der hat es vielleicht nicht überlebt. So, wir hoffen im Übrigen, dass die Soundeinstellungen ganz gut sind. Da haben wir vorhin ein bisschen dran rumgespielt. Schon länger her. Irgendwie 8 Aufnahmen oder so. Mir fällt jetzt erst auf, dass wir das eigentlich kontrollieren wollten, Alter. Dieser Spind ist unheilvoll. Ja, für Gott sei Dank, das ist richtig spooky. Erstmal gucken, was drin ist. Gar nichts. Schön. Weißt du, was ich mal mache? Na. So. Sehr gut. Gut. Ah, nice. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Da ist, glaube ich, Draht. Ist ein bisschen nebelig hier. War gut staubig. Ich habe hier Sachen, die mir nicht gefallen. Also sehe ich es ein bisschen angenehmer für die Augen. Ja, geil. Dunkelster Raum ever. Das gefällt mir nicht. Oh, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Soll ich da hinten einmal rein? Das ist ein ekelhaftes. Das wird hier nicht gut. Das hier wird nicht gut. Warum ist das so shiny? Ja, ich glaube, es ist Level. Oh. Okay. Das gefällt mir alles nicht. Überhaupt nicht. Tampon. Boah, Sock, kannst du nie wieder spielen? Warum werde ich immer mit so einer Scheiße gestraft? Ich weiß es nicht. Jetzt bist du wieder in dem Raum. Ja, gut. Jetzt kommen wir müssen geradeaus weiter. Ja. Boah. Okay. Kontrollpunkt. Das macht es nicht besser. Kontrollpunkt, muss ich sagen, ist ganz nett. Mhm. Wir werden Speicherraum lieber. Ja, das auf jeden Fall. Was ist das? Ich habe mich gerade minimal erschrocken. Ja, ich habe leider die Falle zu spät gesehen, aber war Glück, dass nichts. Ich glaube, da kannst du die Batterie reinstupsen. Ja, Moment, so, hier meinst du, ne? Mhm. Ja, meinst du wohl richtig. Und ich schwöre, da geht jetzt mal richtig der Kappes ab. Ja. Boah. Oh, die Mucke. Mhm. Nicht sexy. Granny, was ist dein Problem? Ach, fickt euch! Hier, Mamuschka. Das ist Mamuschkas Schwester. Das war's. Noch nicht. Knapp, knapp, knapp. Hä? Hä? Was ist los mit dir? Oh Gott, hier ist noch jemand. Wer? Oh, Alter, ich sitze gerade so fett auf meinem Scheißhaufen. Oh. Lebt die noch? Nein, die ist nur von... Die lebt noch! Oh. Kann sie den Arm raus... Nein, nein. Kannst du leider nicht aus der Wand pulen. Das ist eine Scheiße. Was soll der Mist, Leute? Was soll der Mist? Was ehrlich, ich bin... Oh, diese Geräusche. Ah. Aber es ist sehr, sehr nett von ihr, dass sie stehen bleibt. Will die mich verarschen? 5000... Der Zorn des Crimson PD. Alter, weil Colt regelt. Ja. Okay, und jetzt? Ich glaube, das Ding geht immer hoch und wieder runter. Alter, was? What the fuck? Alter, was?
los mit dem? Ist das ein Clown? Der sagt, wer ist schneller als wir alle? Seine Eierkralle. Oh, Junge. Ach so, Scheiße. Eispfeil. Du brauchst, musst du Eispfeil machen oder Elektrofeil und dann fix durchlaufen, damit er dich nicht kriegt. Ja. Jo. Durch. Das ist ja wieder ein Levelabschnitt. Mhm. Immerhin wissen wir, dass gleich da so eine Mamuschka um die Ecke kommt, Alter, hab ich mich. Ja. Boah, da hat sich jetzt mal fett meinen Darm verkrampft. Genau, pass auf, da vorne ist gleich eine Falle. Mhm. Haben wir hier noch irgendwas? Das können wir hier nochmal fett durchladen? Oh ja, die kannst du mal laden. So. Das genau, das Rifle würde ich mir aufheben. Das habe ich jetzt gerade nur so zu letzten Dings benutzt. Aber ich will es durchladen. Mhm, aber das sollten wir halt nur drauf. Ich dachte, vielleicht kann man den mit so gestielten Kopfschuss machen. Da haben wir voll. Da haben wir voll. Den heben wir uns noch auf. Genau. Wir haben sogar noch einen Schlüssel, Alter. Ja. Vorsicht. Ganz vorsichtig ran. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. Ja, ja. Fallenteile. Doch nicht. Am Arsch, Fallenteile. Das wird scheiße. Oh, aber immerhin haben wir jetzt wieder vernünftiges Licht. Das beruhigt mich kein bisschen hier. Weg. Willst du nicht gehen? So, dann kommt gleich Baba Yaga hier um die Ecke gestratzt. Okay, brauchst nicht schlecht, die sehen nichts oder so. Die ist noch nicht. Die bewegt noch ihre kleinen hübschen Füßchen. Ja, jetzt ist sie. Genau, dann hast du die andere Milf. Obwohl es eher eine Gilf ist. Fjeck. Jetzt musst du die. Ist aber auch noch nicht. Da nicht drauf schießen, wenn die aufsteht, weil in der Animation wirst du sie nicht töten können, sondern erst wenn sie steht. Ja. Gut, und jetzt gucken wir, ob die was fallen lassen haben. Ja. Sonst auf Colt wechseln. Genau, was hast du dich vor? Nix. Oh, pass auf, dann kommt hier nachher gleich eine um die Ecke. Was machst du? Wenn du dich nicht bewegst, wird keiner kommen. Also musst du ein Stück vor. Da öffnen sich die Räume. Jetzt kommt nämlich gleich die eine theoretisch um die Ecke gestratzt und dann kommt erst Kettensägenhandels, wenn du hier durch bist. Theoretisch. Nee. Also. Oh, Schelten, Fetti. Nice. Jo. Der lebt noch. Ja, ja. Schieß drauf. Oder jetzt warte, bis er oben ist. Der ist tot. Wechsel mal auf Eis oder. Ja. Genau, noch ein weiter. So. Und der kommt jetzt gleich aus der Wand geschossen. Ja, ich gerade überlege, ob ich vorher nochmal ein paar normale Bolzen crafte. Nein. Verballer nicht unsere Munition jetzt in den. Wenn wir nachher die Bolzen. Auch nicht gleich. Lass ihn erst rauskommen. Du musst an ihm vorbeilaufen. Oder du musst erst den Hebel machen. Nee, geht leer, lass ihn. Genau. So, jetzt geh ich fix hin. Also kannst du laufen, wenn du so weit runter bist.
jetzt durch, wenn du schaffst. Ich glaube, du bist zu langsam. Ja. Dafür musst du laufen können. So, Spritze. Genau die. So. Genau. Also Achtung, da kommt er gleich. Wow! Das war neu. Guck mal, jetzt kannst du hier durch. Vorsichtig, aber. Nee, der ist immer noch aktiv. Du musst bloß warten, bis er wieder hochgeht. Da hinten in der Ecke ist er. Ne, der Hebel bleibt aktiv. Hier an dem Ding musst du bloß gucken, ob er. Du musst ja hier hoch. So, jetzt hoch. Zurück. Nee, geh doch durch. Jetzt nicht mehr. Das Ding ist nur an der Seite hochgefahren. Du musst den doch überhaupt nicht angreifen. Du kommst aber jetzt nicht durch. Nee. Du musst das Timing besser abpassen. Jetzt durch. Ich laufe. Alter Vater! Jetzt fix durch. In your hairy, dirty face, bitch. Geh weiter. Wenn du jetzt da rumstehst, ist die Chance groß, dass mal einer kommt. Ah. Das habe ich nicht kommen sehen. Ach, wer konnte das schon erwarten? Aber den habe ich fast fertig Eier gerüstet. Auf jeden Fall, aber du kannst ruhig ein Stück aggressiver spielen. Mhm. Du gibst den Gegnern viel zu viel Macht über dich, ja? Du. Viel zu zurückhaltend. Ich denke, ich bloß immer warten. Warten. Ja, das warten. Ist aber genau darauf, genau darauf verlässt sich das Spiel, dass du wartest. Und deswegen denkst du, okay, die taumeln, und auf einmal fangen sie an zu laufen. Hast du gerade Esteban gesehen? Ja, ich wollte es gerade sagen. Er hat uns hier gezeigt, da ist eine Falle. Das ist ein Homie. Das ist ein Bro. Alter, das ist so eine üble Stelle. Das Üble sind eigentlich nachher diese komischen Standseisen hier daran, weißt du, was ich meine? Mhm. Ah. Oh. Da habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh. Kannst du mal aufhören? Von sterben? Alter, ist das denn ernst? Oh, hallo. Ich muss jetzt laden. Bleib mal ganz entspannt, Mädel. Kannst du sie noch anzünden? Ich glaube, sie ist tot. Aber sie hat Money gedroppt. Ja, die auch. Aber nur Rifle Money. Das ist ein bisschen schade. So, pass auf, jetzt geht hier an der Seite gleich das Ding hoch. Hm. Na komm. Das ist natürlich sehr geil. Hm, das war schon ein bisschen praktisch. So. Ich weiß nicht, ob das... Mal gucken. So, das haben wir nämlich auch. Leute, das ist eine sehr, sehr nervenaufreibende Stelle. Ist hier überhaupt eine Tür? Ja, ja. Einmal durch, aber die geht sehr knapp. Oh, das wird nichts. Jetzt zieh die zurück! Jetzt hier durch? Sneaken? Angst. Hier ist gleich gesneakt, werde. Oh, da ist eine Leiter. Ah, da ist eine Leiter. Das heißt, die kommen gleich zurück, ich schwöre es. Mhm. Geschichte, bevor ich das Ding erreiche. Ja, oder auch nicht. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe auch ich hab die schon zurückkommen sehen. Ja, ich nämlich auch. Boah, Alter. Kamerafahrt auf The Doom. Alter, Junge. Das ist das Spiel auf The Doom. Nice. Ja, noch einer? Sehr geil. Oh, da vorne liegt auf jeden Fall ja, noch. Ja, ja. Gut. Und natürlich. Gut. Ja, das ist Ansichtssache. Ja. Oh.
Immerhin. Zweimal links, das ist schon. Ey. Ein bisschen Muni hätte ich jetzt schöner gefunden. Ich auch, aber ey, so vorsichtig hier so langsam gehen. Vielleicht haben wir sogar. Was ist das für ein Ort? Das ist Durchfall City of Doom. Ja. Vielleicht haben wir sogar nachher so viel Grütze zusammen, dass wir die 50.000 in die Dingskarten verbrennen. Ja. So viel Kohle in quasi die Harpoon-Bolzen stecken kann und sogar noch die kritischen Hit für Colt oder so. Ich glaube, so viel will ich nicht haben. Control Pulse! Das ist auf jeden Fall so sehr schön, dass wir nicht nochmal gegen Vater Abraham kämpfen müssen. Der kommt nochmal. Ich glaube, auf der Box stand was. Oder? Ja. Nice. Das ist natürlich sehr schön. So ein bisschen Spritzelicious ist das Ganze. Spritzelicious. So. Oh, guck mal, da ist er. Oh. Der Blut gepisst. Sorry, Dude. Super Death. Alter Junge. Ich überlege, ob da die Explosionsbolzen gut sind gerade. Das ist eine sehr guter Gedanke. Es sind sogar zwei. Alter. Alter, was? Oh. Oh, super. Alter Junge, Junge, Junge. Versuch mal jetzt hinten, genau da. Das reicht doch schon, um durchzuklettern. Nein! Die hängen ihre faltigen. Ach, die hängen ihre faltigen Ärsche dahin. Mach mal ein paar. Ach, ich will keine Explosionsbolzen machen. Mach mal normale Bolzen. Mhm. Die machen eh, glaube ich, mehr Damage bei uns, weil wir die mehr geskillt haben. Ja. Ich glaube, wir machen aber vorher erstmal ein Bolzchen. Ja. Das ist doch eine ganz gute Idee. Warte, warte, warte. Warte. Drück Pause. Ich drücke Pause. So, und jetzt sehen wir uns in der nächsten aufreibenden Folge wieder. So sieht's aus. Haut rein.